Ich denke, dass wir nicht gerne jetzt mehr das sagen. Und zwar, meine Damen und Herren, in diesem Turnier ist es wichtig, einen funktionellen Schlag durchzuführen, der wegen der Rüstung und wegen der Stumpfheit der Waffe den Gegner zwar nicht in lebensbedrohliche Gefahr bringt, aber dennoch eine deutliche Wirkung hinterlässt. Aus diesem Grund, vielen Dank, in Calacomba TV. Nur der oberste Bereich des Wertes. Das erste Drittel des Wertes, in diesem Bereich hier. Alle anderen Treffer. Bitte, Mario, bitte ganz kurz zu mir. Ich bin der Daumen. Nee, ich bin Dauer. Wir brauchen Mario noch. Wenn die Kämpfer die Waffe ausholen und zum Beispiel so draufschlagen, dann machen wir noch nicht mehr Mario. Wenn du das gar nicht gesehen hast, der Treffer wird nicht gezählt. Gezählt wird nur Deutschtreffer. Am besten noch mit der obersten Spitze des Schwertes. Weil das ist das Gesetz der Physik. Ich denke, manche Leute von uns wissen doch was davon. Ich erläutere hier nicht, was ist die Geschwindigkeit. Das ist ja dauert nicht so lange. Die größte Wirkung hat halt der oberste Bereich des Wertes. Und der wird auch gewertet. Keine Sägereien, keine Schneidereien, keine Schubsereien, nur der oberste Bereich. Deswegen sind auch die Schiedsrichter eher schulde Leute, die auch nicht selten in einem Ring standen und das Ganze auch auf eigenem Leib erfahren dürfen. Deswegen, wenn ihr applaudiert unseren Schiedsrichter, applaudiert ihr im Endeffekt, naja, ich würde mal sagen, wirklich erfahrenen Kämpfern in der Szene, die auch in den anderen Teilnehmer ihren Platz verdient haben. Ein großer Applaus von den Schiedsrichtern. Das war die volle Gemeinschaft auf dem Weg. Man muss sich nur mal angucken, wie verbeult einige der Helden sind. Es wird voll durchgezogen, das heißt, die komplette Energie wandert die Spitze des Schwertes und trifft den Gegner. So, meine Damen und Herren, und wir übergehen zu dem letzten Kampf.